Willkommen zum Willi Ehemann der Physio Adventskalender. Ihr seht schon, heute haben wir eine etwas aufwendigere Übung. Ja, wir haben sogar richtige Geräte mit dabei. Und zwar zwei Hürden. Ihr könnt es aber problemlos zu Hause auch nachmachen, wenn ihr keine Hürden habt. Dann nehmt einfach dicke Bücher, Hocker oder sowas in der Art und Besenstiele. Damit könnt ihr problemlos zwei Hürden nachbasteln. Ja, wir brauchen eine etwas höhere und eine niedrigere Hürde. Wie hoch es sein muss, das hängt von der Höhe eures Hundes, von der Größe eures Hundes ab. Ich zeige euch jetzt gleich mal, um was es hier geht. Die gehen wir ein bisschen hier anfangen. Und zwar über die niedrige soll euer Hund drüber laufen. Und unter der hohen soll euer Hund unten durchkriechen. Guckt bitte auch drauf, dass der Abstand einigermaßen passt, sodass der Hund noch genug Platz hat, danach aufzustehen und über die andere drüber zu gehen, beziehungsweise hier drüber und dann runter. Also. Und drüber. Klasse! Gut. Also ihr seht selbst bei Berlin, der noch ein etwas größerer Hund ist, passt auch dieser Abstand, das reicht vollkommen aus und auch die Höhen sind wunderbar für ihn. So. Und manchmal räumt es halt auch ab. Also da müssen wir einfach ein bisschen schauen. Durch. Drüber. Jetzt hat es wieder besser funktioniert. Wie gesagt, da müsst ihr einfach ein bisschen von der Höhe ein bisschen bei eurem Hund schauen, wie hoch es, wie hoch er drüber gehen kann. Wichtig ist aber auch bei der niedrigen Hürde wieder, dass euer Hund drüber läuft und nicht drüber springt, sondern soll ganz bewusst drüber laufen. Und hier muss einfach, darf es nicht zu niedrig sein, wenn ihr einen großen Hund habt. Er soll sich schon ein bisschen in ducken, aber halt eben nicht so extrem kriechen. Ja, drüber, durch, durch. Klasse, guter Buch. Genau. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.